Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Dennis spielt das. Wir sind im vorigen Video aufgrund eines roten Signals, was ich zu spät erkannt habe, aus den Schienen geworfen worden. Und wir starten jetzt hier, beziehungsweise setzen unsere Fahrt in Wittenberg fort. Und werden diesmal das rote Signal beachten, was uns die LZB allerdings nicht angezeigt hat, beziehungsweise da überhaupt nicht drauf reagiert hat. Das heißt, wir werden da jetzt drauf reagieren müssen, und zwar stupido. Das Ganze ist aber auch daher gekommen, weil ich da gerade im Zug selber hinten drin war, um euch ein wenig vom Zug zu zeigen, und daher das rote Signal einfach zu spät erkannt habe. Sei es drum, es passiert halt. Fangen wir halt in Wittenberg wieder an. Und das ermöglicht es mir dann, das Video auch abzukürzen und aus der ganzen Sache ein 2-Video-Ding zu machen. Und warten wir jetzt einfach ab, bis wir wieder in Wittenberg starten und wählen uns dann voll und ganz der Strecke widmen. Weil ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch die PCB aus, weil einfach sieht jetzt aus. PCB aus, LZB aus. Gut. Sieht aus. Wunderschön. So, dann dürfte ja eigentlich jetzt nichts mehr passieren, hoffe ich. Die Ausgangslage hat sich ja nicht geändert. So, das heißt, gleich voller Fokus auf die Strecke und nicht mehr irgendwo hinten in den Wagen rumtouren. Damit wir auch das rote Signal mitkriegen, weil vorhin, das wäre auch fürs Bremsen zu spät geworden. Aber so kann es gehen, wenn man sich nicht konzentriert und nicht dabei ist, dann ist sowas ruckzuck passiert. Aber egal, dafür habe ich ja Gott sei Dank in Wittenberg gespeichert. Sowas sollte man immer tun, wenn man größere Szenarien fährt. Weil sowas wie gerade kann immer mal schnell passieren, wenn man sich halt nicht konzentriert oder mit was anderem beschäftigt ist. Und da kippt so ein Zug gelb aus den Gleisen. Wenn man mit 160 in der Weiche fährt. Das kann er nicht so gut haben. So. Aber wir haben noch Rot, oder sehe ich das falsch? Nee, ich stehe einfach schon zu weit. Wahrscheinlich.
vielleicht auch einfach nicht sein. Können wir ja. Auf in den Sonnenuntergang. Das heißt, es müsste gleich nach dem Anruf dann ziemlich schnell ein gelbes Vorsignal erscheinen. Im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich begrüßen im ICE der Deutschen Bahn nach Berlin-Gesundbrunnen. Unser nächster Halt ist gegen 18.26 Uhr Berlin-Südkreuz. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bei Fragen oder Problemen steht unser Team Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne an. Hier noch der Hinweis auf unser Bordbistro. Dort halten wir eine Reihe an kalten und warmen Snacks sowie Getränken für Sie bereit. Unser Bistro-Team freut sich auf Ihren Besuch. Ladies and Gentlemen, welcome on board the ICE der Deutschen Bahn to Berlin-Gesundbrunnen. Our next stop is Berlin-Südkreuz. We wish you a pleasant journey. Please note we travel with Bordbistro. There we have a range of hot and cold snacks and drinks for you. Our Bistro-Team is looking forward to your visit. Thank you. So viel dazu. Jetzt müsste es auch gleich bald den Anruf geben und dann ein gelbes Vorsignal, worauf wir dann reagieren müssen. Das heißt, bremsen. Denn nochmal, wenn ich das rote Signal nicht überfahre.
gleich eintreffen bzw. uns erreichen. Und dann heißt es Streckenkunde. Signalkunde. Zugkammer 55465. Die Fahrdienstleitung, grüß dich. Ja, hallo. Vor der Baustelle in Niedergörsdorf hast du etwas Aufenthalt. Bevor ich dich auf das Gegengleis lassen kann, muss noch ein ICE durch. Könnte gut und gerne 5 Minuten dauern. Okay, danke. Habe 0 vor Niedergörsdorf. Da weiß Bescheid. Vielen Dank. Nicht dafür. Tschüss. Tschüss. So, jetzt heißt es Augen auf und auf die Signale geguckt. Entspannt bremsbereit sein. Das kann jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern. Ja, ich glaube da vorne ist gelb. Dahinter kommt dann rot. Das ist das gelbe Vorsignal.
das nächste ist rot. Das ist das Hauptsignal. Diesmal bin ich vorbereitet. Das passiert mir nicht nochmal. So, jetzt haben wir es geschafft. So, das heißt, wir speichern jetzt hier ab. Weil wir hier gerade stehen, das ist immer besser als, als während der Fahrt abzuspeichern. So, konzentrieren wir uns mal. Hier sind wir. Und da müsste jetzt gleich der ICE von vorne kommen. Der. Dann kommt er noch. Ich denke mal, das ist der gewesen, der sich gleich auf den Weg macht und uns entgegenkommt. Schauen wir einfach mal. Das ist also der Baustellenzug, den man unschwer erkennen kann. Auch eine sehr schöne Lok, eine schöne Ludmilla. 233-493-6. Bahnbaugruppe Tiger. Und ja. Eine sehr, sehr schöne Lok, muss man wirklich sagen. Ich hoffe nur, dass es jetzt gleich weitergeht hier. Aber er sagt hier, es kann bis zu 5 Minuten dauern. Von daher haben wir dann noch ein bisschen Zeit. So, von hinten kommt auch nichts. Dann warten wir einfach mal ab und harren der Dinge. Wird uns jetzt gleich passieren. Da kommt er. Wunderschön, dann passt das ja.
So, dann dürfen wir gleich kriegen. Auf geht's. Ist vorgegeben, selbstverständlich bei manchen Gleiswechsel. Gleiswechsel. Dann geht's erstmal auf 60, weil nämlich mit Sicherheit gleich wieder ein Gleiswechsel stattfindet, wenn wir an der Baustelle vorbei sind. Da möchte ich da nicht mit 200 Sachen mehr fehlen. So, da stehen die Herrschaften im Gleis. Aber einer sitzt da, genau. So muss das. Erstmal ausruhen, das ist das Wichtigste. So, wir fahren mal den schönen Nordzug vorbei. Mal mit Bagger drauf. Wunderschön, oder? Einfach nur geil. So, wir fahren gleich mit Sicherheit wieder 60, um wieder auf unser Gleis zurückzukehren. Da bin ich doch mit Sicherheit, wird das so sein. Schon noch ein ganz schönes Stück, auf die wir auf diesem Gegengleis bleiben werden. Schauen wir mal. So. Da gibt es ganz viele Signale. Das heißt, ich werde hier mal langsam werden.
60 ist mit Sicherheit angesagt. 40 sogar. Schöner Autotransporter, beziehungsweise Autozug. Der schön wohl, der schön. So, und wir dürfen aufschalten. Volle Leistung. Auf geht's. Berlin-Südkreuz, noch gut 58 Kilometer. 20 Minuten circa. Wie gesagt, das Szenario stammt aus der Feder bzw. von dem guten Lucky Gott. Und beste Grüße gehen raus an dich. Und wie ich finde, ein sehr schönes Szenario. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und mit Action, mit allem, was dazugehört. Und genau so muss es sein.
und wie langsam aber sicher geht die Sonne unter. Und es wäre ja geil, wenn wir im Dunkeln in Berlin ankommen. Also, würde mir auf jeden Fall sehr gefallen. Also es könnte durchaus möglich sein, dass wir im Dunkeln in Berlin ankommen. Die Sonne ist jetzt noch ziemlich schnell am Verschwinden. Muss ich ehrlich sagen. Und, es wird immer dunkler. Das ist immerhin noch gut 14 Minuten, bis wir in Berlin sind. Von daher könnte das durchaus möglich sein. Also in diesem Szenario ist wirklich alles dabei. Tolle Ansagen vom Zugchef. Ein Anruf vom Fahrdienstleiter wegen einer Baustelle. Ein Zwangshalt am roten Signal wegen eines entgegenkommenden ICEs. Ein Gleiswechsel. Genau so stelle ich mir ein schönes, tolles, actionreiches Szenario vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat Lucky Gott sich wieder was einfallen lassen. Also ein riesen herzliches Dankeschön dafür. Wunderbar.
Farbenspiel mit der untergehenden Sonne, mit diesen Lichtern und dazu der Zug. Ist einfach nur geil. So, mittlerweile sind wir in den 20er-Kilometer-Bereich angekommen. Dann sind wir schon in der Bundeshauptstadt angekommen. Einer meiner Lieblingsstädte muss ich vielleicht mal erwähnen. Also ich war schon ja, 10-mal da. Und es gibt dort so wunderschöne, viele wunderschöne Ecken. Jetzt habe ich gerade gesehen, dachte ich, es wäre ein gelbes Vorsignal, aber nein. Sah nur so aus. Wo war ich genau? Zehnmal in Berlin und es gibt da so wunderschöne Ecken. Berlin ist einfach wunderschön. Es ist einzigartig dort. Die Atmosphäre, die Sehenswürdigkeiten und natürlich der Sound der S-Bahn. Ist einfach nur geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich es ist der geilste Sound in Berlin, wenn die in Berlin losfahren und anhalten. Das ist einfach nur geil. Und ja, das ganze Flair in Berlin ist einfach nur traumhaft. Und die Sehenswürdigkeiten, der Fernsehturm, das Reichstagsgebäude und Schloss Bellevue, Madame Tussauds, ist einfach nur alles geil. Und, irgendwann, wenn mein Sohn alt genug ist, dann werde ich da mit Sicherheit nochmal hinfahren mit ihm und meiner Frau und ja, weil ich finde, es ist immer eine Reise wert. Es gibt ja natürlich auch andere Ecken, aber die gibt es ja überall und ja, wenn man sich da ein bisschen an die guten Ecken hält, dann ist Berlin an sich eine sehr, sehr schöne Stadt und man kann dort sehr gut ein paar Tage verbringen, muss ich wirklich sagen. Also Berlin schläft nie. Also da ist immer was los und ja. Also wer noch nicht in Berlin war, sollte das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert, kann ich nur empfehlen. KI-Verkehr-mäßig ist dieses Szenario einfach eine Bombe. Also es ist so viel bunt gemischter KI-Verkehr vorhanden. Von Güter über Region bis hin zum Fernverkehr. Die unterschiedlichsten Loks und ist einfach geil. Bauzug war dabei und ja. Ist schon echt sehenswert, dieses Szenario. In jeder Hinsicht, muss man wirklich sagen. So, dann sind es gleich noch 15 Kilometer bis Berlin, Südkreuz.
Ich hoffe, wir kommen pünktlich an. Weil die Ankunftszeit tickert unaufhörlich ganz langsam nach vorne, beziehungsweise nach hinten. Und ja, ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht auf die Füße hinterher. Aber wenn es so ist, dann ist es so, es kommt auf den Spaß an und nicht darauf, ob ich jetzt unbedingt pünktlich ankomme oder nicht. Mir hat das Szenario so oder so Spaß gemacht und schauen wir mal, ob wir es pünktlich schaffen, bis Berlin gesund wird. Da steht schon die erste S-Bahn aus Berlin. Wunderschön. Berliner Raum ist erreicht. Hört euch den Sound. Hört euch den Sound einfach mal an. Wunderschön. Werte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Berlin-Südkreuz. Wir möchten uns bei allen Fahrgästen, die unseren Zug dort verlassen, für die Reise mit dem ICE der Deutschen Bahn bedanken. In Berlin-Südkreuz stehen Ihnen folgende Anschlüsse zur Verfügung. An Bahnsteig 6 der Regionalexpress nach Rostock über Fürstenberg und Neustrelitz um 18.33 Uhr. Sowie die S-Bahnen nach Teltow-Stadt, Königs-Wusterhausen und Berlin-Lichtenrade an den Bahnsteigen 1 und 2. Dear passengers, in a few minutes we reach Berlin Südkreuz. We would like to thank all passengers leaving our train for traveling with Deutsche Bahn. The following connections are available at Berlin Südkreuz at platform 6, the local train to Rostock via Fürstenberg and Neustrelitz at 18.33, as well as the local trains to Teltowstadt, Königs Wusterhausen and Berlin Lichtenrade at platforms 1 and 2. Dazu. So, wir dürfen jetzt gleich nur noch 140. Und es wird mit der Ankunft extrem eng. Also viel weiter darf das jetzt nicht mehr laufen. So, 60. So, 120. Ich dachte so. Linie 55, hier 65. Die Fahrdienstleitung, guten Abend. Abend. Zwischen Potsdamer Platz und Hauptbahnhof haben wir aktuell eine Signalstörung. Da bekommst du möglicherweise ohne Grund HP0. Sollte dem so sein, bitte Freigabe anfordern. Okay, hab verstanden. Signalstörung zwischen Potsdamer Platz und Hauptbahnhof. Bei Bedarf Freigabe anfordern. Mach ich, verstanden und danke. Gerne und weiter gute Fahrt. Ja, tschüss. Ja, auch zum Ende hin noch ein kleiner Zwischenfall, wobei Zwischenfall kann man nicht wirklich sagen. Das können wir ja ganz leicht mit der Tab-Taste beheben. Und ja,
Wir werden jetzt erstmal gechillt in den Berliner Südkreuzbahnhof einfahren und dann schauen wir mal, was passiert. Ganz schön Action hier. Hallo? Ja, hier Lokführer, Zugnummer 55465. Die Fahrdienstleitung, grüß dich. Ja, hallo. Vor der Baustelle in Niedergörsdorf hast du etwas Aufenthalt. Bevor ich dich auf das Gegengleis lassen kann, muss noch ein ICE durch. Könnte gut und gerne 5 Minuten dauern. Okay, danke. HP 0 vor Niedergörsdorf. Da weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Nicht dafür. Tschüss. Tschüss. Ja, das war jetzt natürlich ein wenig... Wir erreichen jetzt Berlin-Südkreuz. Doppelt. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. We are now reaching Berlin-Südkreuz. Please leave the train on left side. Der Anruf jetzt gerade von Niedergörsdorf war, ja, das haben wir hinter uns, würde ich sagen. So, Südkreuz haben wir dann pünktlich erreicht, würde ich sagen. Schauen uns hier ein wenig mal um. So, und ich würde sagen, wir speichern ab. Weil das war doch eine sehr lange Fahrt von Wittenberg bis hierher. Und wenn doch was schief gehen sollte, dann kann man jetzt ab hier wieder starten. So, da kommt ein schöner Video. Und ja, es ist ziemlich dunkel geworden, würde ich sagen. Doch, jetzt ziemlich schnell. Geht zum Hauptbahnhof. In die Dunkelheit. Wunderschön. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach Berlin-Gesundbrunnen. Unser nächster Halt ist schon in wenigen Minuten Berlin Hauptbahnhof. Wir möchten uns bei allen Reisenden, die uns dort verlassen, für die Reise im ICE der Deutschen Bahn bedanken. Bitte steigen Sie in Berlin Hauptbahnhof in Fahrtrichtung rechts aus. We would like to welcome you to the Deutsche Bahn ICE to Berlin Gesundbrunnen. Our next stop is Berlin Main Station in just a few minutes. We would like to thank all passengers leaving there for traveling on the Deutsche Bahn ICE. Please get off the train at Berlin Main Station on right side. So geht's nicht.
So, und er sagte, zwischen Potsdamer Platz und dem Hauptbahnhof ist das Signal gestört. So, da kommt der Potsdamer Platz. Kurz danach müsste dann das gestörte Signal auftauchen. So, jetzt haben wir aber 60 erreicht. Also noch sind alle Signale grün. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich, ob da wirklich noch ein rotes Signal kommt, welches da gestört sein soll. So aus. Ich glaube, wir hatten Glück. So, nächster Stopp, Berlin Hauptbahnhof. Tief. So, wir öffnen die Tür. Und wenn wir mal ein bisschen draußen gehen, da steht ein Regionalexpress. So, da steht er auch nicht dran. Aber hier oben. Schwedt-Oder, bitte Ansage warten. Berlin-Gesundbrunn, bitte Ansage warten. Oder Ansage beachten. Na dann. Steht dasselbe. Ja, ja.
Also in gut einer Minute haben wir Ausfahrt zu unserem letzten Halt Berlin-Gesundbrunn, wo wir dann keinen Zeitdruck mehr haben. Und somit dürften wir dieses Szenario als erfolgreich abschließen. Wunderschön. Die 143 wusste nicht so genau, ob sie fahren soll oder es lieber lässt. Sie hat es dann am Ende gelassen. Aber wir wissen es. So. Die letzten 3,5 Kilometer liegen vor uns. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unser Ziel, Berlin-Gesundbrunn. Unser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Im Namen der Deutschen Bahn und des gesamten Zugteams bedanke ich mich für Ihre Reise im ICE der Deutschen Bahn. Bitte schauen Sie auch noch einmal unter Ihre Sitze, unter die Tische, damit Sie nichts vergessen. Folgende Anschlusszüge stehen Ihnen in Berlin-Gesundbrunn zur Verfügung. Die Regionalbahn nach Eberswalde über Bernau und Wiesenthal um 18.52 Uhr an Bahnsteig 10. Außerdem der Regionalexpress nach Wittenberge über Berlin-Spandau, Pritzwalk und Perleberg um 19.05 Uhr an Bahnsteig 5. Außerdem gibt es Anschluss zum S-Bahn-Netz an den Bahnsteigen 1 bis 4. Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen im ICE der Deutschen Bahn. Bis bald. Dear passengers, in a few minutes we reach Berlin Gesundbrunn. Our train ends there. Please leave. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. And please take a look under the seats and tables so that you don't forget anything. The following connection trains are available in Berlin-Gesundbrunn. A local train to Eberswalde via Bernau and Wiesenthal at 18:52 on platform 10. Also a local train to Wittenberge via Berlin-Spandau, Pritzwalk and Perleberg at 19:05 on platform 5. Have a nice evening and see you soon on the Deutsche Bahn ICE. Take care and bye bye. Ja, das ist klar. Das wünschen wir natürlich auch. Und wir werden jetzt hier gleich jeden Moment in Berlin Gesundbrunnen einfahren. Und damit endet dann das
wunderschöne Szenario von Lucky Good oder Lucky God. Und ja, mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und aufgrund des kleinen Zwischenfalls im ersten Video habe ich dann daraus zwei Videos gemacht. Einfach aus dem Grunde, weil es sonst zu lang geworden wäre. Allein die Fahrt von Wittenberg bis nach Berlin-Südkreuz. Ja. Aber so hat man da mindestens zwei Videos zu gucken. So, hier ist dann Berlin-Gesundbrunnen. Sound ist einfach nur mega geil. Tür zu, ab geht's. So, dann will ich vorziehen. Wir sollen ja sowieso bis vorne. Stand in der Beschreibung. Jetzt können wir die Tür nicht öffnen. Also 0,0. So, ich denke, das dürfte reichen. So, das hat funktioniert. Wunderschön. Dann ich mal die Lüftung hier aus. So. Damit man mich auch besser versteht. So. Das war's mit dem Szenario und auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ein schöner Zweiteiler ist entstanden. Im ersten ein wenig Action, durch mich selber verursacht. Aber insgesamt war das ein wunderschönes Szenario, sehr actionreich und genau so stelle ich mir ein Szenario vor. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt mir treu, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss, euer der Danny spielt das. Ciao, ciao.